Ich brauche Urlaub. Ich auch. Weißt du, was das Motto ist? Ab in den Urlaub. Ab in den Sonnenschein. Die Lage ist kaka. Seit ein paar Wochen überlegen wir schon, wo wir hinfliegen können. Wir haben überlegt, Barcelona, Madrid, London. Aber das Wetter ist nicht gut. Wir müssen weiter weg. Wir fliegen auf eine Insel. Wir buchen die nächsten Flüge und dann geht's ab an den Strand. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Hey, wo geht's hin? Teneriffa. Was ist das? Eine Insel. Wo? In Spanien. Ihr wisst Bescheid, die falschen Profis. Die Koffer sind gepackt. Das ist mein Koffer. Das ist der Koffer von Luisa. Das ist der Koffer von Imani. Imani, bist du bereit für Urlaub? Ja. Imani, wir fliegen ans Meer. Wir gehen erstmal die Koffer ins Auto bringen. Imani, der Koffer muss jetzt in den Kofferraum. Imani, falsche Richtung. Der Koffer muss in den Kofferraum. Imani, wohin? Die Koffer sind gepackt. Ab nach Spanien. Ab erstmal zum Flughafen. Sag Teneriffa, willkommen! Abau, willkommen! Angekommen, ihr falsche Profis. Wo müssen wir hin? Ja, dann Alter, ab zu Terminal 611. Zuallererst müssen wir unser Gepäck abgeben. Hey, gib mal ein bisschen. Dankeschön. Nada gibt gerade die Koffer ab und ich werde es Imani wiegen. Warte, Imani, warte, warte. Imani, du wiegst 11,5. Jetzt müssen wir durchs Check-in. Leute, ich kann es nicht glauben, dass es jetzt gleich vor uns weggeht. Ihr wisst nicht, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe, dass wir am Strand Urlaub machen. Ja! Let's go! Ja, ja, finde ich auch. Das Wetter ist sehr schön in Spanien, oder? Aywa! Aywa! Wir sind jetzt auch durchs Check-in. Jetzt geht's gleich in den Flieger. Ey Mani, guck mal, ein Flugzeug. Da steigen wir gleich ein. Und dann heißt es Bye-bye Deutschland. Luisa, Imani will Nanna. Ich glaube, ich sehe die Insel. In 20 Minuten landen wir. Ob der Flug angenehm war? Naja, es geht so. Ob wir aber jetzt gleich da sind? Der Flug war Katastrophe, was redest du? 5 Stunden. Oh mein Gott. Oh yeah. Wo sind unsere Koffer? Luisa, jetzt sind 10 Minuten vergangen. Wo sind die Koffer? Imani, wo sind die Koffer? Bye bye. Ist das unser Koffer? Nein. Das unser Koffer? Nein. Ich will nicht 9 Tage ohne Boxershort dort chillen. Hier stehen noch ein paar Menschen, die auch ihre Koffer nicht bekommen haben. Luisa, meinst du, die kommen noch? Ich weiß es nicht. Das heißt, wir müssen uns eine Boxershort teilen in 9 Tagen. Nein. Ich glaube, es ist Imanis Koffer. Wir haben alle. Imani, check, wir haben alle. Der Urlaub kann beginnen. Ey, Imani, wohin? Wohin? Imani, wohin? Wohin, Bratan? Wohin? Das ist nicht Berlin. Wir sind in Spanien. Heiß. Die Stange ist heiß. Heiß. Auch heiß? Ich schwitze. Ich kann nicht mehr. Wie warm ist es? Hier gibt es keine Luftfeuchtigkeit. Sagt man das so? Ich weiß nicht, was du meinst, aber du hast recht. Taxi. Taxi. Nicht Taxi. Speak English? Ja, really. La Chica. Ach so, Mädchen heißt hier Chica, ja? Du bist mein Chica oder was? Chica is girl. Chica is girl, ha? Huh? Yeah, I have 2 Chicas. Chica number 1, Chica number 2. So, los geht's, Leute. Ab zum Hotel. Ich küsse deine Glatze. Wir stehen jetzt vorm Hotel. Luisa, das sieht nicht aus wie ein Hotel. Es ist aber, glaube ich, ein Hotel. Komm, wir gehen jetzt da zusammen rein. Oh mein Gott, Imani, wo sind wir? Das ist so schön hier, guckt mal.
Jetzt gehen wir auf unser Zimmer. Imani ist traurig, weil sie gerade ins Wasser springen wollte. Was sie aber noch nicht weiß, sie hat einen Pool nur für sich alleine. Imani, guck mal, Schmetterling. Ey, warum haben hier alle Glatzen? Ey, diese Glatzenmänner hier sind so korrekt. Welcome to Villaloy. Wo ist der Pool? Wie geht das auf hier? Hier. Imani, komm. Imani, komm. Imani, guck mal. Imani, Daddy. Ey, Imani, willst du jetzt alle Steine hier in den Pool schmeißen oder was? Man hat nicht immer einen Pool im Leben. Hasta la vista. Ey, Luisa, wie konntest du nur mit Klamotten da reinspringen? Und warum siehst du gerade aus wie Wolfgang Amadeus Mozart? Und du, ey, pass auf, dass du da nicht reinfliegst. Imani, nein, nein, Imani, nein, nein, Imani. Du hast gerade Klamotten und Schuhe an. Das heißt, nicht ins Wasser, okay? Hey, wow. Wir warten gerade auf Essen, Leute. Dieser Flug vorhin war anstrengend. Mein Magen macht komische Geräusche, Leute. Ich könnte gerade einfach Imani aufessen. Darf ich dich essen? Nein. What's your name? Thomas. Thomas, Habibi Thomas. Essen ist da. Luisa, Thomas ist da mit Essen. Kennst du Thomas? Wer ist das? Dein Freund? Komm, ich zeig dir Thomas. Wir können Thomas von hier beobachten. Oh, Nudeln und Pommes. Imani, was willst du essen? Nudeln oder Pommes? Puffis. Essen ist da, die falschen Puffis. Imani, sei ehrlich, Thomas, korrekt. Ja. Kalle, geh auf Baba rauf. Ey, hast du gesehen, was es hier für einen Park gibt, Mann? Monkey Park. Da können wir Imani gleich da lassen. Let's go. Leute, gebt euch, wir haben Besuch. Eine Eidechse. Wir nennen ihn Al Pacino. Wohin, Bratan? Wohin, wohin? Imani, guck mal, Al Pacino. Imani, pass auf, er kommt. Pacino. Komm, wir gehen zu ihm. Pass aber auf, dass du nicht ins Wasser fällst, okay? Okay, Pacino. Al Pacino. Hey, Luisa, meinst du, er will springen? Al Pacino, du bist noch jung. Tu dir das nicht an. Du hast noch so viel vor dir. Komm zurück. Komm zurück, Bruder, bitte. Oh no. Al Pacino, nicht springen. Al Pacino. Nicht springen, Al Pacino. No. Nicht springen. Bitte. Bitte. Er springt. Oh no. Ey, Luisa, ich muss ihn retten. Ich mein's wirklich ernst. Ich muss ihn retten. Ich rette ihn. Mach dir keine Sorgen. Wir brauchen ein Band oder so. Haben wir sowas? Al Pacino, komm. Ich hab Al Pacino. Luisa, ich hab ihn. Luisa, ich hab ihn. Ich hab Al Pacino. Hier, Bruder. Mach das nie wieder. Geh runter. Mach das nie wieder. Fühl dich hier wie zu Hause. Aber spring nicht vom Balkon. Al Pacino ist ab jetzt unser Gast. Al Pacino, fühl dich wie zu Hause. Ja. Ja, Pacino. Amerika, Amerika, wir machen jetzt unseren ersten Ausflug. Wir fahren in einen Affenpark. Ey, ist das nur Affenpark? Also da sind nur Affen oder auch andere Tiere? Da sind auch andere Tiere. Einsteigen bitte. Einsteigen bitte. Gracias. Thank you very much. Goodbye. Das ist Futter für die Affen. Echt? Ist der echt? Oh mein Gott, Imani, ein Krokodil. Imani, sag mal Krokodil. Krokodil. Imani, guck mal, ein Meerschweinchen. Zeigen. Wollen wir den Essen geben? Ah. Meinst du, sie traut sich? Wow, Imani. Oh, das ist meine Tochter. Das ist meine Tochter. Sie hat keine Angst. Nein, nein. Alles klar, Cousin? Sollen wir ihn mitnehmen nach Hause? Imani, das dürfen wir. Das dürfen wir auf keinen Fall, weil dann beißt er dich, okay? Oh no. Komm. Affe. Imani, sag mal Schildkröte. Schildkröte. Nein, Affe. Nimm, Cousin, nimm. Ich gönn dir, Bruder. Ich küsse deine Augen. Nimm, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Ich weiß, du bist seit 2 Jahren Knast. Nimm, 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 Cousin, nimm. Hey, 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 hey. Okay, jetzt gibt's Stress. Aber jetzt gibt's Stress. Was passiert hier? Die haben das Essen von meiner Tochter aus der Hand geschlagen. Komm her. Er gibt an. Willst du mein Perle beeindrucken oder was? Er denkt, ich kann das nicht. Hey, wo ist Imani? Bei den Meerschweinchen. Imani, du darfst hier nicht rein. Imani, Imani, Imani. Ey, Imani, komm raus. Freust du dich? Ja.
But he is dangerous. You can touch. I can touch? Was soll ich da touchen? Really? He don't eat me. I can touch. Ey, Dicker, ich muss jetzt hier runter. Mach mal deinen Schwanz weg. Dankeschön. Hier, was Sie hier sehen, ist eine sehr seltene Schildkröte aus Amazonas. Luisa, ich glaube, sie will nicht nach Hause. Ey, ich muss hinterher. Imani, hier sind Krokodile. Ey, sie will einfach nicht nach Hause, sie will mit den Tieren leben. Imani! Imani! Komm, wir müssen nach Hause! Imani, komm, wir müssen nach Hause! Nein! Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Seid ihr eingeschlafen? Aua!